das denn? Der Mutti! Dazu! Mit der Jackson, Alter! Was sagst du dazu? Jackson, was sagst du denn? Nochmal die 20? Meter 24. Hey, und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von den Angelgypsies. Ja, meine Freunde, ich bin heute an der Elbe am Start. Auf jeden Fall, ihr hört es vielleicht, es ist ordentlich Wind. Und es ist richtig geiles Wetter, Alter. Richtig schön warm, nicht zu kalt. Es ist einfach nur geil. Der Wasserstand ist ein bisschen höher geworden die Tage. Und ja, was erhoffen wir uns? Wir versuchen hier mal einen schönen Karpfen rauszuzotteln. Mitten aus der Elbe, aus dem Hauptstrom. Ja, mal schauen, was so geht. Abends werde ich bestimmt auch mal eine auf Wels reinknallen. Und ja, so sieht es auf jeden Fall erstmal aus. Wie wir das machen und wie und wo und was, das erklären wir euch alles gleich. Bis denn, Antenne. Yes, Mann. So, mit mir am Start ist heute Lukas und noch ein anderer Kumpel, der kommt dann gleich noch, der Starky. Der hat noch ein bisschen zu tun. Jo. Ja, so sieht's aus. Auf jeden Fall erklären wir euch jetzt mal, beziehungsweise Lukas erklärt euch mal, wie wir hier so vorgehen. So, Luke, dann erklär uns mal, was du hier so fabrizierst. Wir angeln hier im Hauptstrom, also nicht in der Buhne. Und da geht man ein bisschen anders vor, weil wir in der Schüttung angeln. In Buhnen hast du ja oft Kies oder Schlamm oder was auch immer. Und hier angelst du halt direkt in den Steinen. Das heißt, wir angeln Abrissmontagen. Das binde ich als ein Helikopter-Rig. Sieht man hier ganz fein. Einfach, damit es sich nicht so verheddert, wenn ich auswerfe mit dem Stein. Genau. Das heißt, hier kommt der Stein rein, wo normalerweise ein Blei hängt. Ja. Und dann angle ich einen, habe ich hier einen relativ langen Sleeve, damit der fern bleibt von dem Stein, damit der dann schön so absteht und relativ verheddungsfrei halt werfbar ist. So angle ich auch teilweise in steinigen Buhnenfeldern, aber im Deckwerk hier halt auf jeden Fall auch, so, damit der Fisch dann sich ausklingt, wenn er beißt. Oder ich will ja auch meine Montage wieder rauskriegen und meistens flutscht der Stein raus, weil er zwischen der Packung halt hängt. Und dann ist das safe. Und dann hänge ich einen neuen Stein ein oder einen neuen Gummi. Aber meistens ist tatsächlich bleibt der Gummi dran, der Stein flutscht raus. Ja, ist auch umweltfreundlicher, warum? Jawohl. Steine. Also umweltfreundlich wäre natürlich, also das Umweltfreundlichste ist, wenn wirklich der Gummi dran bleibt. So, sonst hast du halt zig Gummidinger in der Elbe rumliegen, ist auch nicht cool. Aber wie gesagt, bei mir ist es so, die bleiben meistens dran. Und ist auf jeden Fall besser als zigtausend Bleie zu verballern. So, das würde einfach passieren. Und da nimmst du einfach ein Stück Fahrradschlauch und, genau. Und schneidest du da ein Stück ab. Ich habe hier unten einen Karabiner dranhängen, genau. Den ich ein bisschen bearbeite. Das ist so ein komisch, ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht mal, was das für Karabiner sind. Ja, das kann ich euch sagen, Leute. Das ist von Carb RS sind die, glaube ich. Die habe ich mal geschenkt bekommen. Ein Arsch voll. Ich knipse die dann hier oben ab. Ja, und dann spieße ich hier einfach meinen Gummischlauch drüber. Ich kann aber auch wahlweise, ich angle quasi eigentlich immer das System an der Elbe und hänge dann hier einfach einen Ösenblei, also ein Laufblei rein, genau. Wenn ich mit also das ist Standard-Helikopter-Rig. Und dadurch, dass ich halt diese Tülle hier drüber schiebe, dieses Helikopter-Ding, ist das safe, auch das Blei wäre safe. So, und dann hast du nur noch die Perle. Damit sich der Fisch halt selber hakt, genau. Und gut ist. So, und hier habe ich halt einen Wirbel mit Öhr, hier mit halt Ring. Und hier hänge ich dann mein relativ langes Monorig, also so meistens 30 cm, das zählt jetzt schon zu den kürzeren, ein. Und im Deckwerk angle ich halt mit Pop-Up-Montagen eigentlich zu 90%, weil ich halt meistens in der Steinschüttung angle. Und der steht dann halt so. Irgendwie, manchmal auch ein bisschen höheren Abstand, damit er halt da irgendwie auf den Steinen rumdümpelt. Genau, ja? Damit er nicht in den Steinen verschwindet. Genau.
deswegen angle ich Poppy, ist ganz einfach. So, die Sache ist halt, du kannst halt keine perfekte Präsentation hier gewährleisten, weil du nicht weißt, wie es aussieht. Jeden Meter ändert sich irgendwie die Struktur und mal hast du auch teilweise irgendwelche Steinberge hier rumliegen unter Wasser. Also es ist schwierig zu sagen, deswegen aus Erfahrung heraus machen sich Poppys einfach am besten so. Und da angle ich mit Gummiködern, also Kunstködern. Kommt auf die Jahreszeit drauf an, jetzt sind halt die Krabben wieder aktiv. Gerade wenn man dann anfängt zu füttern, werden die Krabben, holt man sich mit auf den Platz. Und die machen dir, also dann ist nicht gewährleistet, wenn du dann einen Naturköder ranhängst, also einen normalen Poppy, dass der am nächsten Morgen noch dran ist. So. Und da es hier rein auf dem, um den visuellen Reiz geht, weil ja der Köder so ein bisschen farbig halt in der Strömung umher flattert und wedelt, der Fisch das scheinbar attraktiv findet, ja, ist es egal, ob da jetzt ein Poppy dran ist, der irgendwie einen Flavor hat oder nicht. So, du fütterst die Fische ja an mit Boilies und Partikeln und dann hast du halt hier diese Poppys dazwischen stehen und da greift er einfach zu. So. Und da kann man, ist es dann einfach Geschmackssache, welche Farben man macht, muss man halt ausprobieren. Ich habe hier an der anderen noch einen etwas größeren Schaumstoffköder. Genau, zeig mal deine Handmontage hier. Das ist quasi dasselbe, da ist nur ein schwereres Blei dran als Konter, weil das Teil einen übelsten Auftrieb hat und das ist ansonsten exakt dasselbe. Ja? Genau. So, der ist wie gesagt ein bisschen größer und flattert auch so in der Strömung rum, so angelig. Na gut, nice, dann machst du es schon. Ja, Mann. Hast du gut erklärt. Und ja, viel? Danke. So. Ich würde sagen, wir zeigen euch, wie das die ganze Sache dann noch rausgeht. Jawoll! Ja. Und dann geht es ab. Jetzt montiere ich hier den Stein ran. Ich suche mir Steine, die schätzungsweise 140 Kilo oder sowas wiegen. Kann ich jetzt nicht sagen, aber ich habe die 140 Gramm, sorry. Und ja, meistens suche ich einen Stein, der ein bisschen eine flachere Form hat, damit der schneller runter sinkt. Und dann sich ablegt, so dass der Rig im besten Fall so da liegt halt und es nicht irgendwie da drüber liegt. So der flache kippt halt und dann geht das ab. Letztlich soll er sich eh nur verkanten in der Packung und dann liegt der. Quasi abgespannt. Und dann, wenn er ein Fisch beißt, trägt er halt den Stein da raus. Oder besser gesagt, der flutscht raus und dann kann ich hier schön im Strom einfach drillen. So läuft das. Schöne Knödel, 24er. Immer so ein bisschen Strom aufwärts auf Futter, weil die brauchen ja ein bisschen, bis sie am Grund angelangt sind. Hey, so strong, du chillst hier also wieder? Ja. Ich mache ein bisschen Pause im Schatten hier. Bist auch angekommen, deine Ruten hast du schon drin geschnickt. Ruten sind drinne. Genau, haben wir ein gutes Gefühl. Sehr sauber. Ja, Haken sind scharf. Schauen wir mal. Geil. Was geht hier? Ich habe ein gutes Gefühl hier am Deckwerk. Wetter ist geil. Und wenn nicht, hat man eine geile Zeit. Na, du knallst ja sowieso immer mal einen raus. Naja, ab und zu. Jawohl. Hier, dein Wuffi ist auch am Start. Der rennt aber gerade weg. Die ist schon wieder aufgestanden. Darfst du ja auch nicht. Darfst du nicht. Naja, so ist das mit den Hunden. Die hören nicht. Nee. Die hören nicht immer, aber so ist das. Der ist noch jung, der lernt das noch. Na, abwarten. Genau. Abwarten! So. Machen wir jetzt deine Ruten drin oder was? Jetzt. Ich donner jetzt nämlich eine Welsrute rein. Schön, wenn sie alle auf Karpfen angeln, dann angle ich natürlich mal einen auf Wels. Und mal gucken, ja, wie gehe ich da vor, das zeige ich euch gleich.
So Leute, ich zeige euch mal kurz mein Vorfach, weil die Ruten müssen jetzt auf jeden Fall raus. Das muss fix gehen. Den Rest zeige ich euch morgen alles im Detail nochmal. Ihr seht, 20 Gramm U-Pose mit Rasseln. Und dann natürlich zwei Drillinge. Oben in größeren, da mache ich ein paar mehr Würmer drauf. Wir angeln heute mit Würmer. Und unten kommen natürlich auch noch ein paar Würmer drauf. Da ist bloß ein kleinerer Drilling. Und ja, durchgebunden an den 1,0 mm Hartmono. Und jo. Das Ganze ca. 2 Meter lang. Bind mal an Stein ran. Ganz easy und dann geht das ab. So werden wir es machen. Geil! Hoffentlich bringt es einen Fisch. Wir sind gespannt. Das kommt jetzt ran und dann hauen wir es raus. Wie gesagt, das muss jetzt alles ein bisschen schneller gehen. Deswegen den Rest, wie ich es ablege und alles, das werden wir euch morgen mal filmen. Aber heute ist erstmal Ankommen angesagt. Schnell die ganzen Ruten rein. Es ist alles relativ raus spät. Jetzt. Ruten raus. Ihr hört, Strong, der ist schon wieder heiß. Und ja, den Rest zeige ich euch natürlich morgen. Wie und was und warum das so gemacht wird. Beziehungsweise warum ich so mache. Und im besten Falle kriegt man ja schon einen. So, in diesem Sinne, bis deine Antenne. Ey, was hast du hier gemacht? Ein schönes Omelette aus Kartoffeln, Zucchini, einen Haufen Eiern. Zwiebel, Tomate, ich vergessen, siehst du? Süßkartoffel, nur gesundes Zeug, wa? Geil. Naja, klar, das muss doch gut gehen. Ja, das sieht gut aus. Das gönnen wir uns jetzt erstmal schön. Ja, ich bin jetzt noch im Teller. Hast du fein gekocht? Ach, Sharky hat schon mitgedacht. Zack. Super, danke, Strong. Ich darf noch. Na dann. Jo. Leute, das hauen wir uns jetzt erstmal rein. Hier und dann sehen wir mal weiter. Die Welsroute habe ich schon rausgebracht. Ihr seht es hier. Abgelegt, fein mit der Hand, wie es sich gehört. Gemacht, Luca. In diesem Sinne, bis dann. Vollmond, jetzt hat sie geklingelt beim Brunnen. Dann gucken wir mal, was hier los ist. Ob ich habe hier noch einen Fisch hat. Panik. Alter, ja, ich merke einen Fisch. Eine Brunnen. Was willst du haben jetzt hier? Warte, nehmen wir gute. Ja. Na, siehst du, das ist doch ein schöner, wie sagt man, ein Schlankwels? Das ist ein richtiger Schlankwels. Geil. Brun. Na, dick, was? Petri, heil. Gibt es heute noch Schlankwels oder was? Ja. So, Leute, da ist er nochmal. Wir haben noch nicht gemessen, aber so 90 wird er schon haben. Richtig geiles Ding. Mega Teil. Leute, danke. Petri, heil. Es hat geklappt. Petri. Es hat geklappt. Geil. Bruno ist happy, da sind wir auch happy. Jawohl, entschneidert mit einem 90er Schlankwels. Und der war so aufgeregt. Ey, ich war so aufgeregt. Ich habe gleich angedonnert. Schöner Fisch, das freut mich mega.
Der ist jetzt auf Wurm gekommen, wa? Genau, schön auf Wurm mit U-Pose. Wie ich es euch gesagt habe, Rassel-U-Pose 20 Gramm. Ach, das rasselt da unten noch, oder was? Ja, rasselt auch ein bisschen. Deswegen fangen wir keinen Karpfen. Geile Scheiße. Wir brauchen eine Wasserboje. Auf jeden Fall, den werden wir uns erstmal schnell versorgen. Und geil, dann geht die Route natürlich direkt nochmal raus. Top. Yes. Moin Leute, es ist früh am Morgen. Ich bin gerade erwacht. Und ja, es ging nichts. Beziehungsweise bei Lukas ging gerade ein Döbel. Der war aber so schlau. Hat mich nicht wach gemacht. Und hat ihn gleich wieder reingeschmissen. Deswegen konnten wir den leider nicht filmen. Oh, jetzt kommt Mara auch noch hier. Oh, Mara macht ihn. Jo. Und ja, war aber bloß ein 20 cm Döbel, hat Lukas gesagt. Oder 25. Jo. Ja, was haben wir heute vor? Wir werden ein bisschen auf Karpfen angeln. Wie gestern auch quasi. Wie die ganze Zeit quasi schon. Ja, keine Ahnung, ist halt auch eine Zeitfrage wahrscheinlich hier, ob hier mal Fische langkommen am Deckwerk. Wann die Fische hier mal langziehen, wie. Elbe, die schreibt ihre eigenen Regeln, das ist halt, es ist einfach so, entweder die Fische sind da oder nicht. Wie gesagt, auf meine Welsroute, da hat sich auch nichts mehr getan. Der einzige Wels, der gebissen hat, war der kleine von gestern. Ja, mehr ging da nicht. Aber ist nicht schlimm. Ich habe schon lange keinen Wels mehr in der Elbe gefangen. Und freue mich natürlich. Wie Sau. Dass mal einer gezubbelt hat wieder. Jo. Naja, wir werden jetzt erstmal alles ready machen. Ein bisschen aufräumen und frühstücken. Und dann sehen wir mal weiter. Yes, Mann. So Strong, jetzt kommen wir mal zu deiner Montage. Guten Morgen, ja, wir kontrollieren gerade die Route. War alles gut, keine Krabben, gar nichts. Ja, und so sieht die Sache hier aus. Ähnlich wie bei Lukas wahrscheinlich, Helikopter. Steinmontage mit einem kleinen Wirbel hier unten. Also um den Stein von der Hauptschnur Dreh zu entkoppeln. Und dann halt ganz normal ein Vorfach. Bisschen längeres Schneemann in dem Fall. Ja, der Beuli, wie gesagt, war schon eine Nacht drinne. Wie ihr seht, keine Weißfische, keine Krabbenspuren, gar nichts. Also es ist nicht kein gutes Zeichen erstmal. Aber das Wetter schlägt ein bisschen um. Vielleicht passiert ja heute was. Wir hoffen es. Was fischst du, Strong? 30er. Das sind 30er, ja. Ja, wegen Döbel auch und so. Genau, oder? Einfach wegen, ich habe keinen Bock auf Weißfisch. Das ist der einzige Grund. Ich würde am liebsten mit 16er angeln, weil du machst viel mehr Fläche, sag ich mal, mit demselben Gewicht und alles, aber nee, die Weißfische, da habe ich keinen Bock drauf. Richtig so. Go big or go home. Ja. Top. Ja, und ein Stein, zeig mal, wie ist der ausgeklügelt. Hier ist quasi ein Helikopterrig, wie du schon gesagt hast. Ja. Wie bei Lukas. Mhm. Nur, dass du dir da natürlich als alter Elbprofi wieder ein bisschen mehr Info gemacht hast. Oh ja. Und ja, alles selber gebaut, richtig hier. Na, das sind halt Wels-Komponenten, ne? Die dicke Schnur hier. Genau. Ein Wels-Lieder ist das hier, ein Millimeter. Millimeter. Damit es nicht durch in die Steinpackung rutscht. Und damit es auch nicht, muss natürlich abriebsfest sein, weil alles auf den Steinpackungen liegt, beziehungsweise immer auf den Stein in Bewegung durch die Strömung. Mhm. Und ja, dann hier ein Gummi quasi, der grüne, der ist dafür da einfach, wie bei Lukas, der Beat, dass wenn der Fisch losmacht, dass er sich selber haken kann. Ja. Ja, dann hier eine Stopperperle, damit den Wirbel nicht auf den anderen Wirbel zieht. Ja, und der Rest ist eigentlich alles gleich. Ja. Hier hat Strong noch ein bisschen kürzer gemacht, den Sleeve quasi über dem Wirbel, damit das Vorfach schön frei beweglich ist. Genau. Damit der Karpfen das auch ohne Widerstand einfach einsaugen kann, so gut wie möglich. Ja, und hier ein ganz normaler Snap mit dem Fahrradschlauch. Macht sich natürlich besser, da hat er nicht wie bei Luke noch ein angestochenes Loch. Dann reißt er nicht so schnell weg. Der Gummi, sondern hält natürlich noch ein bisschen besser und fliegt höchstwahrscheinlich halt nur der Stein raus und der Gummi bleibt immer dran. Ja, hofft man, klappt nicht immer, aber. Genau. Ja, top, so ist es. Langes Vorfach wie bei Lukas. Ja, das muss sein. Genau, immer schön was Steifes, Ummanteltes oder Hartmono. Ja. Nehmt ihr? Eigentlich nehme ich immer Mono, aber zurzeit sind die Fische sowas von nicht in Beißlaune. Ich hatte ja über 2 Monate nicht gefangen und alles und da geht man dann vielleicht doch mal ein bisschen auf oder was Feinfühligeres und probiert. Ja. Ja.
letztendlich ist es egal, ob Mono oder ummantelt, das auch ein bisschen Steifigkeit sollte schon haben. Also zu weich ist scheiße, wenn Schiffe kommen, die durch die Schiffsschrauben, Strömungen und alles, dann vertüttelt sich das und das ist scheiße, aber das geht schon so, ja. Doch die Krabben und alles. Wow. Ja, ja, na klar, das spielt ja alles rum. Genau, na top, so hauen wir uns jetzt auf jeden Fall rein, Leute. Genau. Und hoffen wir mal, wie gesagt, Lukas, der hätte schon den Döbel fangen können auf seinen gelben, kleinen Fake-Poppy. Und da schauen wir mal, ob bei Strong vielleicht noch ein schöner Karpfen kommt. Ja. Das wäre natürlich geil, aber wie gesagt, neue Stelle, alles. Mhm. Mal gucken. Wir schauen mal. Eine Nacht haben wir noch. Wird schön. Jetzt gibt's Mittag. Jetzt müssen wir erst noch mal pumpen. Wir machen jetzt Mittagessen. Luke, was gibt's heute? Heute gibt's Schlankwelsfilet. Krank. Mit Zitronensoße und Jasminreis. Den haben wir nämlich wirklich richtig verwertet. Verwertet eben. Ihr wisst schon, was wir meinen. Der hat eine auf die Mütze gekriegt. Und den werden wir heute wegspachteln. Den werden wir uns jetzt richtig gut schmecken lassen. Genau. Filetiert ist er schon, Leute. Ja. Gerade so genug für mich. Gerade so genug Eiweiß für den, ja, für den Pumper. Genau. Die Hunde haben auch ein kleines Stückchen gekriegt. Ein Leckerli. Und ja. Jetzt fressen wir das erstmal. Das wird geil. Gehen wir weiter runter. Zeigen wir euch dann. So Leute, tagsüber habe ich die Welsruten draußen. Und angeln mal ein bisschen immer mit der Spinnrute. Und mit Wurmer und so. Und jetzt hier, vor uns hatte ich schon mal einen ganz kleinen Zander, aber da war ich zu weit weg. Den musste ich schnell wieder reinsetzen. Genau, den haben wir euch leider nicht gefilmt. Und jetzt hier auf dem Gummifisch habe ich einen Rapfen gefangen, einen kleinen, einen ganz kleinen Lütten. Aber geil, hat schön getuckt, einwandfrei. Der kommt jetzt schnell wieder zurück, der ist nämlich noch zu klein. Aber geil, es zuppelt immer mal was. Nice. Petri. Die Jungs machen gerade Essen. Habe ich ihn schnell verhaftet. So Leute, da ist das fertige Yummy. Alter, Lukas, da hast du dich nicht lumpen lassen. Nee. Guck mal, Alter, dein Welsfilet, das liegt noch im, in der Pfanne. Zeig mal. Oh, wie ein Schnitzel. Wie ein Schnitzel. Ja, das ist ein richtiger Geil. Da liegt noch der Rest, den naschen wir dann noch drauf. Geil. So. Alter, das ist ein guter Mann. Jetzt haben wir hier einen Welsbiss gehabt. Erstmal scharf stellen. Jetzt. Alter, der ist gut. Stark, ich darf drillen. Und ich latsche hinterher. Geh zurück. Ah, der Fisch hängt. Ey. Ja, der hängt. Aufregung hier. Warte. Yes. Leute. Wir haben Walli. Lass mal Strong drehen. Der hat mal Bock drauf. Der will auch mal in den Wels fangen. Geile Scheiße, ey. Lass mal einen Schimmer drin. Der ist ganz aufgeregt.
Hat aber Probleme mit dem Scharfstellen hier. Ja, ich weiß. Ja. Da kommt er. 40 vielleicht. Nicht mal. Oh, der hat Schenker. Nicht mal. War voll weggeballert. Mega, oder? Nee. Nee, ja, schon ein bisschen, bisschen größer, ja. Oh, nee, der hat mehr. Das war halt schon der ist schon gefangen. Ja. War gut, ey. Peti! Ach, so, Leute, hier haben wir den nächsten. Oh, noch nicht gemessen, aber so 1,40 m vielleicht, ein bisschen mehr. Schönes Ding. Mega. Stark hier gedrillt. Was wiegt der? Stark hier macht richtig Spaß. 18 Kilo vielleicht. So viel, ja. Denke ich. Der ist recht fett, war. Also schon 20 haben. Auf die Länge. Der hat einen breiten Kopf. Geile Scheiße. Das ist schon ein Dicky. Saubere Sache, Jungs. Den versorgen wir jetzt schnell und dann ja, geht die Route natürlich nochmal raus. Geil, Mann. Kommt noch einer, oder? Ich hoffe, ey. Geil, Scheiße, Mann. Schöner Fisch, Bruno. Geil. Petri, heil. Ja, moin, Leute, ey. Letzte Morgen hier. Und es hat geraschelt. Gibt's ja nicht. Vor allem hell noch, ja? Ja, Leute, und genau das war der Moment, wo unser Mikro versagt hat. Haben wir leider erst zu spät mitgekriegt, nachdem der Fisch versorgt war. Kann man nicht machen, tut uns auf jeden Fall sehr leid. Jetzt ist es so, wie es ist. Auf jeden Fall ein richtig, richtig geiler Fisch. Wir haben ihn gemessen. 1,50 Meter glatt hat er gehabt. War ein richtig schönes Tier. Hat einen Mega-Fight abgeliefert. Tipptopp. Das war mein Wecker heute früh um 8. Besser hätte der Tag nicht starten können. Und ja, was er dann ausgekotzt hat, das seht ihr auch gleich. Eine fette Wollhandkrabbe hat er ausgekotzt. Ich zeige euch zwar bloß die Schere, aber das war ein richtig fettes Ding, was er da gefressen hat. Wahnsinn, da sieht man mal, was die Welse alles fressen. Ja, auf jeden Fall richtig toller Fisch. Hat mich richtig, richtig geil und richtig dolle mega gefreut. Und ja, es war einfach tipptopp aus der Elbe für mich, seit langem mal so einen schönen Fisch zu fangen. Mega. Was will man mehr? Ja, Leute, und dann möchte ich auch gar nicht weiter um heißen Brei rumreden. Genießt einfach die Aufnahmen und ja, viel Spaß beim Video. So, Leute, das Wochenende ist vorbei. Auf jeden Fall richtig geiles Wochenende gewesen. Richtig, richtig viel Spaß gehabt. Starky, der ist schon von dann. Der hatte noch was zu tun. Der ist schon losgetingelt. Und ja, war ein richtig geiles Wochenende. Gutes Wetter. Bloß der Wind hat ein bisschen dazwischen gegrätscht ab und zu. Aber ansonsten tipptopp. Leider kein Karpfen gefangen. No. Das ist aber leider immer mal so hier. Das ist halt die Elbe. Muss man die Fische auch ein bisschen finden. Gerade im Moment läuft seit mehreren Monaten sowieso ziemlich schlecht in der Elbe, von daher nichts wirklich Neues. Aber wenigstens der Bruno genau. Hat 3 Welse fangen können. Ich konnte 3 Welse fangen. Sorry, wir haben es schon gesehen bei der Eulenaufnahme wegen Ton auf jeden Fall.
Da haben wir das Mikro, hat man ein anderes Mikrofon und das hatte keine Batterien drin. Von daher ist leider ohne Ton. Und auch so, wenn ein paar Aufnahmen mal verwackelt sind und falsch oder nicht ganz so cool, nehmt es uns nicht krumm. Die Jungs machen es auch nicht ganz so oft wie ich und Gypsy. Und ja, alles. Ist ja Amateur. Genau, alles schick. Wie gesagt, passiert, ist halt so. Nehmt uns nicht krumm, beim nächsten Mal wird es wieder besser, wenn El Gypsus filmt. Und ja, ich denke, das war's. Eingepackt ist schon alles soweit. Ich zische jetzt auch ab. Und ja, dann sehen wir uns bei einer neuen Folge bei den Angelgypsies. Und vergesst nicht, Leute, scheiß nicht ins Nest. Liken, kommentieren und abonnieren natürlich nicht vergessen. Wäre cool, somit unterstützt ihr unser Projekt. Und jo, dann habt ihr schon alles richtig gemacht. In diesem Sinne, haut rein, bis denne Antenne. Yes, Mann. Geil. Macht's gut.